Komfort, Style und perfekte Navigation. Dazu alles, was du für ausgiebige Touren brauchst. All das findest du in diesem Trekkingbike. Bevor du dir allerdings überlegst, wohin dich deine erste Fahrt bringt, solltest du dir das Video ansehen. Hallo, ich bin Martin vom Cubester bei Multicycle. Vor mir steht ein Rad, bei dem lange Tagesetappen auf Radtouren zum absoluten Vergnügen werden. Das Kathmandu Hybrid SLT 625 ist ein absoluter Kundenliebling im Bereich der Tourenräder, der für das Modelljahr 2021 von Cube nochmals verbessert wurde. Optisch und besonders toll ist der Rahmen in der zeitlosen und wirklich schönen Farbe Tiken Iridium. Das Rad gibt es in drei Varianten. Du kannst es mit dem Herrenrahmen in den Größen S, M, L und XL, mit dem Trapezrahmen in den Größen XS, S und M sowie als Easy Entry Variante in den Größen XS, S, M und L erwerben. Für das weitere Video dient uns der Tiefeinsteiger als Anschauungsobjekt. Der Rahmen wurde im Vergleich zum Vorjahresmodell nochmals verbessert. Dabei hat Cube auf die Wünsche vieler Kunden reagiert und den Einstiegsbereich deutlich breiter gemacht. Dies war möglich, da der verbaute Bosch Performance CX Motor der vierten Generation nochmals kleiner geworden ist. Gerade ältere Fahrerinnen oder Personen mit Knieproblemen haben somit bestmöglichen Komfort, um das Vergnügen Radfahren auszuleben. Der Motor bietet natürlich am Kathmandu Hybrid SLT 85 Newtonmeter Drehmoment bei 250 Watt Leistung und hat mit dem 625 Wattstunden Akku den aktuell größtmöglichen von Bosch hergestellten Energiespeicher an Bord. Wie alle E-Bikes von Cube kannst du den Akku am Rad laden oder zum Laden entnehmen. Beim Tiefeinstieg geht das noch einfacher als bei den anderen beiden Varianten, denn du kannst die Abdeckung nach oben abnehmen. Komfort beim Fahren bieten bei diesem Tourenrad vor allem zwei Komponenten. Zum einen die RockShox Recon Gold Luftfedergabel mit 100 mm Federweg und frei verstellbarer Lockout-Funktion. Zum anderen die gefederte bei Schulz G2 Parallelogramm-Sattelstütze, die ein tolles Ansprechverhalten auf den Untergrund hat. Die Stahlfeder kann ganz nach dem Gewicht des Fahrers ausgetauscht werden und bietet somit die ideale Federung. Apropos Gewicht, das Kathmandu Hybrid SLT 625 ist für ein Systemgewicht, Rad, Gepäck und Fahrer von 150 kg ausgelegt. Das Bike selbst wiegt etwas mehr als 26 kg. Wenn wir schon bei den Gewichten sind, schauen wir uns einmal den Gepäckträger an. Dieser ist auch bei den Rädern der Kathmandu-Reihe toll in den Rahmen integriert und dadurch besonders belastbar. Bis zu 25 kg Zuladung sind möglich. Und du kannst verschiedene Taschen oder auch Körbe ganz einfach anbringen und wieder demontieren. Zur Allround-Ausstattung des Rades gehören wie gewohnt der Seitenständer, ein Kettenstrebenschutz sowie Schutzbleche und die Lichtanlage. Die Beleuchtung kannst du mit einem Knopfdruck am Neon-Display ein- und ausschalten. Auch hier wurde nochmal im Vergleich zum Vorjahr verändert, wo du das Kiox bekommen hast. Welche tollen Features das neue Bosch Neon 2021 Display hat, siehst du im Video, das wir verlinkt haben. Bist du ein begeisterter Tourenfahrer? Dann teile es uns in deinen Kommentaren mit.
Was ich dir noch zeigen möchte, sind die Reifen des Rades. Mit dem Schwalbe Marathon E Plus verfügt das Rad über einen quasi unplattbaren Tourenreifen. Er wurde speziell für E-Bikes entwickelt und hat zwei Lagen RaceGuard-Gewebe, das einen sehr hohen Pannenschutz gewährleistet. Nicht nur die Reifen sind wichtig für die Sicherheit, sondern auch die Schalt- und Bremsanlage. Bei diesem Rad schaltest du mit einem 12-fachen Shimano XT-Schaltwerk und bekommst die perfekte Übersetzung durch die XT-Kassette mit 10 bis 51 Zehen. Auch die hydraulische Scheibenbremsanlage ist die XT von Shimano. Die Bremsscheiben haben an beiden Rädern einen Durchmesser von 180 mm und sorgen für sichere Bremsmanöver, wenn es darauf ankommt. Das Kathmandu Hybrid SLT 625 ist das Topmodell der Reihe und kostet 4.199 Euro. Du kannst das Bike bei uns natürlich finanzieren oder wenn dein Arbeitgeber bei einem der führenden Leasinganbieter angemeldet ist, auch als Dienstrad erhalten. Der Einstieg in die Kathmandu-Familie beginnt übrigens beim Kathmandu Hybrid One 500 und bei 2.599 Euro. Alle weiteren Infos zum Rad findest du auf unserer Webseite unter multicycle.de/431352. Sicher hast du schon von unserer Aktion Jedes Bike ein Baum gehört. Wenn du ein Rad bei uns kaufst, pflanzen wir in der Nähe deines Cube Store bei Multicycle einen Baum. Egal ob ein Bike wie dieses oder ein Kinderrad. Mehr Infos zu unserer Aktion findest du auf www.jedesbikeeinbaum.de. Passt. Boah, warm ist heute hier. Das Kathmandu SLT Hybrid. Das Kathmandu Hybrid SLT ist ein absoluter Kundenliebling. Das gibt's nicht, dass man das nicht dabei. Das ist ein absoluter Kundenliebling. Okay. Das Rad gibt es in drei Varianten. Du kannst es mit dem Herrenrahmen in den Größen S, M, L und XL. Jetzt soll ich schnippen, ja. So. Zurück. Du musst es vorne einnehmen. Vorne ist die Nase. Vorne ist die Nase. Du musst da rein. Genau. So. Und dann wieder drücken. Mit wenigen Handgriffen. Und dann halt so drauf. Hallo, hier bin ich. Mit wenigen Handgriffen anbringen und wieder demontieren. Ja, genau. Boah, war es heiß. Das Kathmandu Hybrid SLT. Na, nochmal, das war jetzt zu heftig. Ja, sonst schreib es nicht unten auf. Darf ich es nicht unten draufschreiben? Boah. Ah, jetzt habe ich die Kamera verstellt. Oder wenn dein Arbeitgeber bei einem der führenden Leasinganbieter angemeldet ist. Sehr cool. Super. Well done.